Am 16. Mai 2014 fand im Kohlenkeller am Mexikoplatz eine Veranstaltung zu dem NS-Widerstandskämpfer Dr. Josef Römer statt. Josef Römer, genannt Beppo, war ein Linker, der von der Rechten kam. Er stand den Nationalsozialisten von Anfang an ablehnend gegenüber und wurde schließlich einer ihrer prominentesten Gegner. Beppo Römer gehörte nach dem Ersten Weltkrieg dem Freikorps Oberland an, sympathisierte dann jedoch mit der KPD. Zwischen 1933 und 1939 war er für viele Jahre inhaftiert. Beppo Römer wurde 1942 zum Tode verurteilt und 1944 hingerichtet. In der Veranstaltung sprachen Oswald Bindrich, Dr. Hans Koppi und Dr. Susanne Römer. Susanne Römer war 15 Jahre lang Geschäftsführerin der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Berlin. Sie hat gemeinsam mit Oswald Bindrich ein Buch über ihren Vater und gemeinsam mit Hans Koppi einen Reprint der von ihrem Vater herausgegebenen Zeitschrift Aufbruch veröffentlicht. Oswald Bindrich war bis 1990 Offizier der Nationalen Volksarmee. Ende der 80er Jahre erhielt Oswald Bindrich den Auftrag der SED, eine Studie zu Beppo Römer zu erstellen. Damals hatte die SED die Absicht, eine Kaserne der NVA nach Beppo Römer zu benennen. Heute ist Oswald Bindrich als Schachtrainer tätig. Hans Koppi ist Berliner Landesvorsitzender der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, VVN, und Mitarbeiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Er promovierte 1992 an der TU Berlin mit einer Arbeit über Harro Schulze-Boysen. Seine Eltern, Hans und Hilde Koppi, waren Mitglieder der Roten Kapelle und wurden von den Nazis hingerichtet. Anfang der 2000er Jahre ist das Buch erschienen von Ihnen gemeinsam, dieses Reprint. Auch dazu gibt es eine Geschichte, die finde ich einfach zu schön, die kann ich nicht unterschlagen, weil sie einfach zu unserem Thema auch passt. Dieses Buch ist in einem Verlag erschienen, Völlbach Verlag, ist ein kleiner Verleger in Koblenz, sehr aktiver Politiker der Grünen. Und wenn Sie sagen, was ist daran so Besonderes? Das Besondere an diesem Verlag und an dieser Person ist, dass auch für die Person Völlbach in den 80er Jahren die nationalrevolutionären Bewegungen der Weimarer Zeit eine ganz große Rolle gespielt haben. Damals war ja Deutschland geteilt. Das hat viele junge Leute damals bewegt. Und sie haben damals nach Antworten gesucht, haben sie nicht gefunden natürlich in diesen Zeiten. Aber da ging eine gewisse Faszination aus damals für, das waren 70er, 80er Jahre. Und wenn ich von Völlbach spreche, dann will ich natürlich mich nicht völlig ausnehmen. Also mir ging es damals nicht anders. Auch deswegen freue ich mich, dass wir heute diese Veranstaltung hier machen können. Ja, bis zum Jahr 1918 war das sein Leben gewissermaßen geradlinig und klar. Sein Vater leitete ein privates Gymnasium in München und dort legte der Sohn dann 1911 sein Abitur ab. Als er dann als Freiwilliger zum Heer ging und als Fahnenjunker dort im Telegrafenbataillon in München eine Ausbildung nahm, gab es dort eine Einschätzung über ihn. Er galt eher als ein Einzelgänger und ehrgeizig mit starkem, fast übertriebenem Selbstbewusstsein. Er scheint nicht bei allen beliebt gewesen zu sein, wusste aber in seinen Vorträgen auch rhetorisch zu überzeugen. Er ließ diese eigentliche, für ihn wichtige Ausbildung nicht aus den Augen und mit dem erfolgreichen Abschluss schuf er sich dann auch eine Grundlage für seine bürgerliche Existenz. Obwohl man manchmal den Eindruck hatte, dass ihn diese eigentlich nicht allzu sehr interessierte.
Und er fand ja in der äußersten Rechten zunächst seine politische Heimat. Römer wurde 1926 kurzfristig in Haft genommen, als er mit Otto Braun, dem damaligen von der Polizei gesuchten Chef des KPD-Nachrichtendienstes, in einem Berliner Café angetroffen wurde. Mit großem Interesse wird Römer wohl die am 24. August 1930 in der Roten Fahne der KPD-Zeitung veröffentlichten, so heißt es, Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes gelesen haben. Mit dem Aufgreifen der nationalen Frage wollte die KPD für die bevorstehenden Wahlen zum Reichstag am 14. September 1930 den Einfluss der Landtagswahlen erstarkten und mit nationalistischen und chauvinistischen Parolen auftrumpfenden Nazi-Bewegungen zurückdringen und ihre Wählerbasis verbreitern. Eine Meinungsbildung indes zur Nation, diesen von der Rechten und Konservativen politisch instrumentalisierten und hochemotional aufgeladenen Phänomen, hatte in der kommunistischen Bewegung kaum stattgefunden. Zur Überraschung ihrer Anhänger und Kritiker präsentierte sich die Partei des proletarischen Internationalismus in einem kühnen dialektischen Sprung als Sachwalterin der Nation. Ihre auf einen revolutionären Umsturz ausgerichtete Politik deklarierte sie als nationalen Befreiungskampf und pries sich als einzig wahre Vertreterin der Interessen des deutschen Volkes. Eine soziale Revolution sollte den Ausweg aus der großen Krise und schließlich auch die nationale Befreiung bringen. Im Mittelpunkt stand damals die Auseinandersetzung mit der nationalistischen und sozialen Demagogie der deutschen Faschisten und, wenn auch in abgeschwächter Form, mit der, so es hieß, verräterischen Sozialdemokratie. Abgelehnt wurde der Versailler Raubfrieden mit den darin festgeschriebenen Grenzen. Während die Kriegsschuldfrage nicht aufgegriffen wurde, verlangte die KPD die Annullierung der Reparationen und aller internationalen Schulden sowie die Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts aller Nationen. Die daraufhin gegründete Zeitschrift Aufbruch im Sinne des Leutnant Scheringers, AD, man sieht das. Ja, ich will es mal hochheben schnell. Also, da steht ganz groß. Und die sie umgebenden Leserkreise sollten nationale, auch nationalistische Aktivisten und insbesondere von Hitler enttäuschte Anhänger der SA in die linke Protestfront einbeziehen. Die internationalistische Partei erschien zeitweise in einem eigentümlich nationalbolschewistischen Gewand. Clara Zetkin bedauerte, dass durch die Losung der nationalen und sozialen Frage die Grenzlinie zwischen Kommunisten und den Nazis verwischt wurde. Für Römer gehörten Kommunisten zu den kompromisslosesten und entschiedensten Streitern in der Protestfront gegen die Weimarer Republik und gegen die sich immer stärker ausbreitende nationalsozialistische Bewegung. In Beppo Römers Privatleben, von dem wir recht wenig wissen, vielleicht kann Susanne Römer uns da noch weiterhelfen, aber traten bedeutende Veränderungen ein. Ostern 1941 traf er seine frühere Liebe, die von ihrem Mann inzwischen geschiedene Hilde Götz. Sie heirateten am 19. Juni 1941, 3 Tage vor dem Überfall auf die Sowjetunion. Die Gestapo nahm Römer Anfang Februar 1942 im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Widerstandsgruppe um Robert Urich fest, nach Verrat durch einen Spitzel. Römer wurde vom Volksgerichtshof unter Leitung von Freistaat zum Tode verurteilt und am 25. September 1944 in Brandenburg-Görden hingerichtet.
Beppo Römer führte ein außergewöhnliches Leben im Spannungsbogen von Nationen und Revolutionen zwischen der äußersten Rechten und der entschiedenen Linken. Er trifft die Entscheidung, wird zum Grenzgänger, aber nicht zum Steppenwolf, einem Einzelgänger. Eher ist er ein befähigter Menschenfänger, der die Gabe besitzt, Menschen mit seinen Argumenten zu erreichen. Für ihn eröffnen die Linke und auch die Sowjetunion Alternativen zum krisengeschüttelten Kapitalismus. Hier vollzog sich kein Farbentausch von Braun auf Rot. Es ist das Ringen nicht um einen dritten, sondern um einen eigenen Weg. Die gelebten Widersprüche gehören dazu, lassen sich nicht alle auflösen. Er war kein verbitterter, eher ein heiterer Mensch. Ein Aktivist in unterschiedlichen Strömungen, politischen Strömungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die er mit seinem unermüdlichen Einsatz prägte. Es ist gut, dass wir heute an ihn erinnern. Bei einem illegalen Treffen seiner Widerstandsgruppe im August 1941, da im Blumenthaler Forst, ja, so sagte sein Weggefährte und ehemaliger Aufbruchmitarbeiter Willi Gebel in einem Gestapo-Verhör am 2. März 1942 aus, soll Römer im Hinblick auf die zu erwartende militärische Niederlage und ein neu zu gestaltendes Nachkriegsdeutschland geäußert haben. Und das war prophetisch, sag ich, für Ost und West. Meine Lesebrille jetzt nicht mit. Der Umstand, dass wir uns alle 6 bis 8 Wochen getroffen und über die Kriegslage aussprachen, genüge bestimmt nicht, entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der Dinge zu bekommen. Sind die Engländer zuerst in Berlin, kommt es mit Hilfe der Schwerindustrie zu einer Herrschaft der Lords, also von Harlem. Ja? Die USA waren erst im Dezember, also später, in den Krieg eingetreten. Jetzt sagt er, kommen die Russen, bevor sich in Deutschland so etwas wie eine Regierungsgewalt gebildet hat. So setzen sie uns ganz einfach die 1933 getürmten Parteibonzen vor die Nase und wir haben dann in Deutschland überhaupt nichts mehr zu sagen. Und dann gibt es eine Nummer, also Partei NJ1633-3, also da habe ich Unterlagen auch zu Hause. Ja? Das ist doch prophetisch. Aus DDR und Bundesrepublik unter Glocke und Co. Ich kenne meinen Vater ja nicht, deswegen sage ich auch nie meinen Vater, sage ich Römer. Also meine Mutter erzählte, dass er tatsächlich, also in München, wo der Vater Altphilologe war, dieses private Jungsgymnasium mit Internatbetrieb hatte. Hitler, Römer und Hess, die kamen dann da alle hin und auch sein Freund Hartwimmer und so weiter, die die spätere Römergruppe München-Berlin, Achse München-Berlin konstituierten. Und Hitler und Römer haben sich nicht gut verstanden. Und mein Vater soll gesagt haben, Herr Hitler, Sie sind ein Narr, also mit diesen Ideen, nicht? Und das hat Hitler Römer nie verziehen. Er ist auch, die hatten noch so ein Ferienhaus in Hohenschwangau und da kam Hitler wohl auch hin. Aber das klappte nicht, nicht? Ja. Also ich kenne meinen Vater, mein Vater hat mich mal gesehen. Er bekam ja noch lange seine Hauptmannsrente von der Weimarer Zeit, deswegen war er ökonomisch ja auch relativ unabhängig und konnte ab und zu noch als Irgendwas arbeiten. Und dann bekam er auch, also wie gesagt, das Kindergeld wurde ihm Ende 43 gestrichen. Mein Vater saß nun schon im Gefängnis, in der Polizeiarbeitsstelle, bei dem Polizeigefängnis Alexanderplatz. Und dann hat er, sein Bruder verwaltete seine Vermögenssachen und auch seine Rente und das alles. Und dann hat er gesagt, naja, nun will ich halt Kindergeld. Das Kindergeld muss beantragt werden. Also meine Mutter kam dann hin und haben die gesagt, ja, dann soll die Frau mal mit dem Kind kommen. Also kam meine Mutter ins Gefängnis Alexanderplatz mit mir. Dann durfte sie 1,5 Stunden warten und ich war so unruhig und so knörrelig. Und dann kam der Wärter vorbei, dann sagte meine Mutter, darf ich mal fragen, wie lange ich noch warten muss? Ich warte schon so lange. Dann hat er gesagt, auch Halsmaul. So. Dann
bekam ich, was war noch die Frage, bekam unser Kindergeld. Mein Vater hat mich dann also zumindest mal zu Gesicht bekommen und hat dann gesagt, oh, das wird schon schwer enden, was wird nun unsere Tochter mal sagen. Im Übrigen waren meine Eltern sehr vorsichtig. Mein Vater bekam als offizielle Adresse Rudastraße. Und meine Mutter wohnte ja Mannsferner Straße, aber er war natürlich im Haus, aber er hatte diese Adresse, wenn die Meetings waren, die Römergruppe, Ulrichgruppe und so weiter. Und das war ein jüdischer Juwelier gewesen, der wurde verhaftet wegen Devisenvergehen und dadurch wurde die Wohnung frei. Also alles lieber heimlich. Beeindruckend für mich war vor allem dieser außergewöhnliche, viele Brennpunkte, die er aktiv sozusagen mitgewirkt hat. Die Quellenlage. Ich habe am Anfang, dachte, was, wo kriege ich die her? Aber dann habe ich in der Deutschen Bibliothek, da gibt es ein Sonderarchiv, wo man nur Sachen, also die normalen Studenten nicht rankommen, da habe ich 123 verschiedene Quellen gefunden. Also positiv. Vor allen Dingen positiv am Anfang, also bis zum, das erschienen ist bis zum 1933. Später dann auch in der neuen Zeit auch dieses Buch hier, wo diese Widersprüchlichkeit dargestellt wird. In der Anklagerede sagte Freisler ungefähr, es gebe zwei Beppo-Römer. Der eine sei in die Geschichte eingegangen, als tapfer Nationalist, Führer des Freikorps Oberland, Erstürmer des Annabergs gegen die Polen. Vor diesem Mann könne man sich nur verneigen. Aber dann gäbe es einen zweiten Beppo Römer, den Kommunisten Hochverräter, glühenden Hasser von Adolf Hitler. Dieser Beppo Römer müsse aus der deutschen Volksgemeinschaft ausradiert werden. Das heißt ja immer, auch Ludwig Renn hat mal gesagt, im Kippenberger, er soll bei der Abwicklung des Aufbruchs dabei sein, weil er ja nicht Parteimitglied ist. Und Ludwig Renn hatte gesagt, Römer war sehr engagiert für den Aufbruch, aber er war nicht Mitglied. Also, das, ich war mal im Document Center schon vor zig Jahren, da waren ja solche Parteimitgliedschaften registriert, also in Dahlem. Ich habe nichts gefunden, da war nichts. Er hat dann auch mal gesagt, er will sich nicht der Parteidisziplin der Kommunistischen Partei unterziehen. Ich habe es gefunden. Kurz vor seiner Verhaftung äußert er sich in persönlichen Gesprächen und Besprechungen, dass der Bolschewismus, wie er in Russland bestehe, in Deutschland nicht eingeführt werden könne. Übereinstimmend mit anderen intellektuellen Gruppen und auch Generalskreisen vertritt er die Meinung, eine tragfähige Regierung aus Militär- und Wirtschaftsfachleuten sowie der Arbeiterschaft zu bilden. Dazu müsste eine Organisation geschaffen werden, die frei von den vor 1933 von der KPD ausgehenden radikalen Gedanken ist. Deshalb sind Verbindungen zu anderen Widerstandsgruppen, vor allem zu Militär- und Wirtschaftskreisen, notwendig. Leider gelang es eben, dann war er eben verhaftet worden. Zu der Zeit ab 1932, also ich habe in den 123 Quellen nichts gefunden, dass da Beppo Römer verheiratet war. Das habe ich erst später gefunden in Unterlagen. Das war auch ein Grund sozusagen, um die Familie zu schützen. Von dem Kind stand überhaupt gar nichts drin. Und da komme ich jetzt im Prinzip zum Schluss, dass ich bei der Suche in den Archiven, habe ich nicht nur im Archiv gesucht, sondern auch in der Besucherliste, die da, wer geht denn in so ein Archiv rein? Und da sehe ich Römer. Ich denke, es kann doch nicht wahr sein. Habe ich gefragt, ja, die Adresse, habe ich einen Brief hingeschrieben. Und dann haben wir uns am Kurfürstendamm oder wo war das getroffen, Kaffee getrunken, Kuchen, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, aber ich glaube, so ein Apfelstrudel. Und dann haben wir geredet drüber. In die Gedenkstätte Widerstand gegangen. Und dann haben wir uns später mehrfach getroffen, die Diplomarbeit erstmal fertig gemacht und dann aus dieser dann das Buch geschrieben. Erstens, glaube ich, bin ich überzeugt, dass wir heute ziemlich holzschnittsartig die Zeit damals betrachten. Das fängt schon damit an, wenn wir von Offizieren sprechen und sagen, diese Offiziere waren ja alle nicht für die Demokratie. Der Mann, ein Mann wie Stauffenberg, ist eine so spannende Persönlichkeit.
der stand in so, hat eine so große Nähe zur Sozialdemokratie, zu Leber und war von ihm beeinflusst, den dem kann. Er hat sich auch entwickelt. Also spannend ist ja durch seine Brüche. Genau, ja, genau, eben, genau. Eben, das ist das eine. Das andere ist, das fällt uns auch so leicht zu sagen, was ja erstmal auch vernünftig ist. Die Menschen muss man ja in ihrer Zeit auch beurteilen, oder muss es versuchen wenigstens. Aber gleichzeitig, finde ich, muss man trotzdem aufpassen, dass man nicht selbstgerecht wird. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Sie hatten positiv den Kreisauer Kreis genannt. Relativ gut. Ja, ja. Aber jetzt fängt es auch da schon an, nicht? Selbst ein Mann wie Adolf Reichwein wird plötzlich zerfleddert. Da gibt es also eine pensionierte Oberstudiendirektorin, eine Pädagogin, die plötzlich glaubt, sie sei eine Historikerin, ja? Und schreibt ein Buch über Adolf Reichwein, in dem sie also seziert sein Buch schaffendes Schulvolk, das er in den 30er Jahren geschrieben hat, und sie attestiert ihm nationalsozialistisches Vokabular. Ja, kennt sie nicht das zeitliche Umfeld? Ja, völlig absurd alles. Ja. Das hat ja schon Orwell beschrieben mit seinem Neusprech, dass also eine bestimmte Sprache entwickelt wird und die dann Allgemeingut wird.